So, Leute, es wird Zeit. Wir haben alle Mentoren einmal eingeladen, bekämpft, sogar 10 von denen mit Goldrahmen verziert. Das heißt, mindestens dreimal eingeladen und auch einmal getauscht so und ganz viel angesprochen. Und nun wird es Zeit für der Geheimboss. Die Person, die unter Einsatz von BP die meisten Gäste in unseren Hort des Wissens lockt, verdient sich das Anrecht auf einen Kampf gegen den Geheimboss der Blaubeerakademie. Ihr wisst gar nicht, wie viele BP das insgesamt gekostet hat. Müsst euch vorstellen. Ein Mentor einladen ist 200 BP. Dann die 10 Leute musste ich mindestens dreimal einladen. Ne, das ist auch schon mal 4x400. 10x400, ich kann nicht rechnen, sorry. Ich habe im Mathe-Kurs auch verkackt. So. Jetzt kämpfen wir endlich. Mit der Anfrage von Oh Nay. Gegen den Boss kämpfen. Doch, wer ist dieser Boss? Zum Glück nur 10 Punkte. Das freut mich. Wer ist es? Wer ist es? Ring, ring, ring. Hallo, ich bin's, Oh Nay. Ich danke dir, dass du so viele Leute an die Blaubeerakademie gerufen hast. Dafür hast du dir ein ganz besonderes Geschenk verdient. Und zwar das Recht, gegen den Geheimboss der Blaubeerakademie anzutreten. Also, komm doch bitte gleich mal zum Eingangsbereich. Er kann es kaum erwarten. Also dann, bis nachher. Man kann noch ein bisschen so meinen Blick sehen. Von meinem Hut. Oder wegen meinem Hut. Oh, das macht Sinn, Max. Das macht Sinn. So, dann zeig dich. Alle sind schon versammelt. Oh, es ist jetzt Hype. Das ist jetzt spannend. Hm? Na, wo ist denn der? Es ist niemand Geringeres als Siano. Nanu, Maike. Was machst du denn hier? Wartest du auf jemanden? Ja, ich wurde beherbergt wegen dem Geheimboss und alles. Ha, verstehe. Dann wird es wohl Zeit, die Scharade endgültig zu beenden. Du wirst es nicht glauben, aber oh nee, bin in Wirklichkeit ich. Dank dir ist richtig Leben in unsere Akademie gekommen. Und du hast für ordentlich Inspiration gesorgt, sowohl bei den Leuten als auch an den AGs. Als Direktor bin ich dir dafür wirklich sehr dankbar. Hm. Und jetzt halt dich fest. Ich bin hier der Direktor. Ich bin auch der stärkste Trainer der Blaubeerakademie, der Geheimboss. Der Champ der Blaubeerliga mag öffentlich die Nummer 1 sein, aber im Hintergrund ist der Geheimboss der stärkste. Gegen dich macht dein Kampf bestimmt auch so richtig Spaß. Dabei habe ich nicht mal mein bestes Team dabei. Nur so ein halbes Team. Egal, das passt schon. Wir schaffen es trotzdem. Trotzdem gut gelevelt. Dann lass uns gleich mal loslegen. Ich werde ernst machen, also halte schon lang durch, ja? Ah, die Musik. Leute, Geheimboss! Direkt aus Siano! Mit einem Primärball! Oh, Doppelkampf. Oh nein, Doppelkampf. Oh, ich hoffe, ich hatte das aus, ja. Geht der Fehlmann, weil ich ja sowieso sofort wieder raus tun. Wer hält Erdbeben aus, ist die Frage. Aber warte, wirkungslos, ja, lohnt sich das nämlich nicht, oder? Fiktiv, vielleicht fiktiv. Ist egal. Machen wir mal so. Probieren wir es einfach mal aus. Würde ich sagen. Siano ist mega cool. Findest du? Fand ganz in Ordnung. Er ist ein guter Direktor, aber... Ja. Finde jetzt nicht besonders cool oder so. Nein, was? Warte, ich habe mir nicht mal angeschaut, welchen Level seine Pokémon überhaupt sind. Oh. Zebrus guckt so rüber. Tja. You screwed up. Over. You screwed over. Was aber. Puh. Ich mach mal die Titan rein, weil Blizzard könnte beide treffen, oder? Ich glaube, Blizzard trifft beide, richtig? Amnesini. Mach mal wieder Gifty. Versuch's nochmal. Welchen Level sind die? Ja, geht voll fit. Man guckt sich mein Team an. Ist in Ordnung, oder? Ich denke schon. Mach mal den Blizzard! Ja, es trifft beide. Sehr gut. Sorry für den Blick. Der mochte das gar nicht. Ah, das geht noch. Das geht fit. Die Musik ist so cool, ne? Ich liebe diese Remixe. Ah, Rückenwind. Könnte gefährlich kommen. Hoffentlich nicht. So, Blizzard trifft nicht.
Ja, 80-70% ist basically 50 und basically 10. Gefühlt. Und das hat mich vergiftet. Schade. Also was erneut. Wow! Warum mach ich wo? Es war eigentlich einsehbar. Oder vorhersehbar. Na gut. Super kann also keinen weiteren Angriff wahrscheinlich überleben. Außer ich heile es. Ich kann ja heilen zum Glück in dem Kampf. Als ob! Ach komm! Wieder nicht! Blizzard ohne Hay und Snow? Mist! Oh, was? Ein Ballon ist geplatzt? Das stand da gerade irgendwie. Oh. Okay. Was mache ich jetzt? Ich habe einen Plan. Ich mache Top-Trank auf Super mit Super und versuche nochmal Blizzard. Komm, es muss mal treffen. Bitte! Und ich kann jetzt auch meine besten Items eigentlich einsetzen hier. Top-Beleber, Top-Trank, alles mögliche, weil... Das ist der Super-Boss! Was krasses als er wird sowieso nicht kommen, oder? Oder? Ja, na klar, war ein Crit, ey. Komm schon, Bro. Really? Natürlich hat er Toxin. Also langsam wird's lächerlich hier. Zebris hat einen Ballon. Hätte es Erdbeben eingesetzt, hätte es nichts gebracht. Ah! Gut zu wissen. Ey, das ist doch nicht dein Ernst! Ach, es hat nur ein Pokémon verfehlt. Aber trotzdem. Nee, okay, das lohnt sich überhaupt nicht. Ey, ist das dumm. Ich mach so nochmal Gift-Hieb und dann heile ich jetzt nochmal schnell mit Top-Genesung zu Titan. Ja. Hoffe, das klappt so. Ich hoffe, das klappt. Das ist aber schon. Das Titan ist auch mehr physisch. Ja, hast du schon recht. Komm, triff! Ja, ja, bla 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 bla, komm. Standpauke. Nein, nein, nein. Oh Gott, okay. Alter, wie oft wollen sie mich doch debuffen? Ja, kein Wunder, dass ich keinen Damage mache. Das killt das nicht mehr. Nee, auf gar keinen Fall. Doch? Boah, Glück gehabt. Zumindest ein Problem schon mal weg. Hat er 6 Pokémon? Ja, natürlich hat er 6 Pokémon, oder? Natürlich. Ach, irgendwann ist weg. Flambirex! Der Schotter! Und natürlich ist mein Wasser-Pokémon weg. Na, wo? Ich habe noch Terrapagos. Mit Aquavelle. Ja, komm. So. Und du? Nee, das ist ein Feuer-Pokémon. Das will ich nicht riskieren. Versuche es mit Benny Bolt. Genau. Wir wechseln einfach komplett unser Team mal kurz aus. Damit auch die Diebas immer wechseln. Zumindest dafür. Standpauke lowert auch Special Attack. Ja, ja, das habe ich ja jetzt gemerkt. Dann wechsle ich auch. Boing. So, ich hoffe, der Rapagos hilft mir hier. I need all the help I can get. Das hält sich auch direkt. Hm? Sehr schön, sehr schick. Ich frage mich, ob das normale Terrapagos eigentlich kämpfen kann oder ob das immer, in jedem Fall, sich verwandelt. Es gibt ja auch irgendwie Fähigkeiten, die andere Fähigkeiten blockieren, ne? Oder? Ich meine schon. Ja! Nimm das! Oh, Alter! Ich habe nämlich einmal angegriffen! Geil! Nee, nein, dann würde ich jetzt Flambirex ignorieren, oder? Maybe? Na gut, ich habe nichts anderes mehr. Terra Steinhage, ja, das ist nicht so gut, ne? Boah, nee, du musst dich auf jeden Fall heilen, weil da was hat Tage blieb. Ich kann es versuchen. Nee, ich mach's lieber nicht. Komm, ich habe genug Items. Komm, heil schnell. Smogmox-Fähigkeit hat aber keinen Effekt. Also es bringt dann nichts bei Terrapagos oder wie? So, egal. Hab's einfach Flammenbirex. Das Ding ist nicht. Was? Ja, klar, Toxin! Ach nee. Mann. Oh! Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Das ist nicht dein freaking Ernst jetzt. Alter, Flammenbirex habe ich komplett unterschätzt. Ich dachte, das killt dich jetzt selbst, aber. Ja, wohl.
Hat's ja fast. Aber nicht genug. Alter, shit. Ja komm, ich riskier's mit zu Titan. Das Funbreak ist sowieso fast down. Weil Aquavella auch weak ist. Ja, aber... Ich glaube nicht, dass ich mit ihm was... Warte mal, stimmt. Ich habe Terrapagos recht mal nachgeschaut, ob es bessere Attacken kann. Oh Gott, bin ich dumm. Max, das hätten wir mal zusammen machen müssen. Oh Mann. Stupid me, stupid me. Okay, du greifst das an. Du greifst den an. Wir sind angeglücklich. Genau. Das passt. Das wird passen. Das wird funktionieren. Trust. Just trust. Das wird klappen. Bestimmt. Guck, ich habe sogar Dynamo. Also es macht auf jeden Fall Damage. Yes. Komm. Kill es. Bam. Nein. Oh, gefällt. Es ist viel zu stark. Oh, ach, das hat eine Beere. Ja, okay, das erklärt's. Boah, und so viel noch mit... Oh, Zitronen. Oh, Gott. Okay, du bist down. Platsch. Kleine Platscher, Platsch. Nice. 2 von 6. Was, wieso hast du eigentlich Aquafarbe bei Belly Bolt? Hä, wieso? Hätte ich was Besseres jetzt haben können bei Belly Bolt? Echt jetzt? Jetzt for real? Aquafarbe ist doch eigentlich in Ordnung, oder nicht? Ich find's okay. Achso, ja. Achso, ja. Ne, machen wir mal so. Machen wir mal so. Versuchen wir's mal so. Ja? Hä, was denn zum Beispiel, Max? Was habe ich denn übersehen für Attacken? Ich habe das ganze Spiel so gemacht. Oh Mann. Nein, Toxin wird es gleich killen, aber es kann doch mal angreifen. Komm, kill, 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 kill. Nein! Nein! Oh, das war ordentlich Damage gemacht. Nice. Aber er hat auch nicht gekillt. Oh, ich lebe noch! Ich lebe noch, Terminator. Komm. Top Genesing. Und du machst Donnerblitz. Wünsche jeder andere was Attacke. Nein! Aquaknarre ist nicht so schlecht. Aber du hast recht, ich könnte bestimmt eine andere Wasserattacke benutzen. Ist jetzt egal. Dafür ist es jetzt viel zu spät im Spiel, um das jetzt zu ändern. Jetzt lassen wir es drin, auch für andere Kämpfe. Falls überhaupt noch nach diesem Kampf ein weiterer kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch der letzte Kampf schon. Ich weiß es nicht. Und wenn ja hier noch ein paar Legis fangen, ich weiß nicht, ob die noch Kämpfe kommen. Mike Ackerfach hat 40 BP. Brüderpunkte? Blütenpunkte? Hä, 40? Oder 40? Warte mal, warte mal. Warte mal, was? Wenn du sagst, Aquafarra ist gut, musst du Tackle auch gut nennen. Nein! Ach! Ich hab darauf keinen Bock mehr, Max. Lassen wir das. Na komm, mach ich den hier. Tagedieb. Versuchen wir's. Komm. YOLO, YOLO, YOLO. Schaffen wir schon. Nein! Ja! Okay, die Hälfte seines Teams haben wir down. 3 von 6 somit. Okay, komm schon, kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir schaffen das! Okay, easy, easy. Let's go, easy. Oho, du bist ganz schön stark. Da macht der Kampf richtig Spaß. Das würde ich dir auch gönnen. Serpi Royal! Noch ein Starter-Pokémon, holy moly. Aber ist okay. Ja, ich bin sehr effektiv. Warte, Serpireal ist nur Pflanze, oder? Bitte sag mir, es ist nur Pflanze. Habe ich nicht irgendwas übersehen oder so, ne? Ne? Ich glaub schon. So richtig. Wenn wir schon so viele Zuschauer haben, sollten wir ihnen auch etwas Interessantes bieten. Nein, Crystallized jetzt? Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Warte, welchen Typen? Pflanze? Pflanze bestimmt, oder? Bestimmt Pflanze. Was? Boden? Gestein? Was ist das? Boden oder Gestein? Oh nein, das ist nicht gut. Er hat Serpireal als Ace, Baby! Nein, let's up! Oh no. Oh, die beiden buffen sich dann mit als Oh no. Oh nein. Oh nein. Hm? Boah, eigentlich kann man weiter begrüßen, dass ich gesehen habe, Politiker spielen. Ja, du kannst tauschen. Du kannst einfach mit der Person tauschen.
Du kannst zusammen spielen mit Karmesin und Purpur, wenn ihr andere Spiele habt, aber ihr könnt, glaube ich, nicht, wenn du dann in der Welt bist, die Pokémon finden und fangen. Ich glaube nicht. Oder Max, ist das so? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls, was mache ich jetzt gegen das Zeprial? Shit. Schade. Ja, wieso tauschen geht doch verführt eigentlich, finde ich. Ich glaube, ich opfere Titan, um super zu heilen. Das klingt logisch. Aber das mache ich jetzt. Ja, so. Zeprial ist, by the way, ein Tank. Ob du es glaubst oder nicht. Glaube ich sogar, actually. Boah, ich weiß nicht. Voltwechsel würde ich vermuten. Wäre ganz nett hier. Das schon, aber feier, dass die Monster den Trainer-Tag von mir haben. Ja, das ist cool, das gebe ich zu. Oh nein, Belly Boy, nein. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man Eier schlüpft und das Ei von jemand anderem war, das hat das Pokémon den Tag von dem, der das geschlüpft hat. Ist das so? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Don't call me that. Das ist als Tank gedacht, aber jeder spielt nur Blättersturm-Spam. Ja, obviously. Ja, geil, es sind beide down gegangen. Meine letzten beiden Pokémon. Oh Gott. Ja, doch, komm, mach. Ach, man ist jetzt wieder. Ja, gut. Und einwechseln. Ja, danke. Paradox-Mons kann man nicht züchten, oder? Nee. Bei Paradox-Pokémon kannst du nur traden. Mehr geht da nicht. Kannst du nur traden. Also, ja. Man kann aus einem anderen Game fangen, im Multiplayer. Ja, das geht wirklich. Ich hab's halt nicht getestet. Aber es wäre cool, wenn das gehen würde. Erdbeben. Ja, aber Farier würde auch getroffen werden. Deshalb erstmal nein. Vielen Dank wäre auf beide effektiv, aber ich mache erstmal. An dir, warte, Zeprial ist jetzt Gestein. Mach's doch mal mit Tess. Knirscher, auch Multis. Ich glaube nicht, dass Blättersturm mit so viel. Okay, nevermind, Alter. Ich bin freaking tot, oder? Game over. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich one-shottet. Alter. No way. Müsste. Oh, immerhin paralysiert. Immerhin etwas. Du triffst nicht? Wait, what? Was? Was? Habe ich gerade falsch gelesen? Ich hatte gerade viel Ender. Und dann Morbitas fehlt. Was? 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 What happened? Denke schon, aber ich habe selber nicht gemacht. Ah, okay. Okay, Zephyro ist auch plus 6 Speed Attack gerade. Good luck. What? What? Mit Infos? Kein Problem. Happy Hunting, ne? Das ist aua. Ich versuch's mal mit Terrapagos, dass ich das nochmal kurz. Lebe, natürlich Doppelleber, klar. Oh, wenn ich hier Game Over gehe, ne? Dann müssen wir erst noch über die Attacken durchgehen. Dann würde ich wirklich sogar die Attacken nochmal ändern. Shit. Warte, ich habe noch ein Pokémon. Ich habe gerade geheilt. Ne? 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 Spiel? Nicht verarschen, Spiel. Ja, ja. Gott, ja, ich habe nur noch Terrapagos. Shit. Und Morbitas hat ja auch noch Donnerblitz und alles und dies, das. Terrastalia, Terrapagos. Ja, du hast recht, Max. Und dann Terra Steinhagel. Let's go. Wenn das nicht killt und ich jetzt dafür down gehe, ne? Dann müssen wir uns irgendwas überlegen für diesen Kampf. Da können wir sonst nicht weitermachen. Wie cool das aber aussieht, ne? Ist immer wieder richtig cool. Es greift mich nicht an. Oh nein, Paralyse könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, es trifft! Komm! Kill es! Komm schon, du bist doch richtig OP! Vor allem in der Form! Was kommst du gemein an? Let's go! Es killt nicht, aber es hat zumindest Damage gemacht. Krachvorwart? Ah, das ist okay. Ist okay, I guess. Na, ja, natürlich hat noch ein Item, was es heilt. Ist klar. Ah, okay, es ist nur Überrest. Das ist so krass. Ja, nochmal Steinhagel. Ist okay. Machen wir. Das killt mich nicht. Ich
Windows. Scheiße, nein, das ist das. Nein, warte, nein. Jetzt geht's wieder. Okay. Nein. Max, wir müssen nochmal zurück zum Drawing Board. Wir müssen nochmal unsere Taktik neu überlegen. Das funktioniert so nicht, auf keinen Fall. Okay. Alright, ich würde sagen Lehmbrühe. Was greift sogar beide an? Oh. Oh. Ja, nee, du bist raus, auf jeden Fall. Guck mal, was für ein Biest da ist. Dein Mr. Beast! Okay, sorry. Diese Stadt. Hier im DLC, achso. Diese Stadt braucht einen Helden. Duffy Man ist hier, um euch zu retten. Er ist zurückgekehrt. Haha. Oh, das läuft so viel besser. Boah, Alter. Er steht noch. Und er leidet großen Schaden. Und jetzt gehen beide down, oder? Lehmbrühe! Ding schmeckt euch da. Was? Zwei Bessen gegen gar nichts. Was? Max, habe ich die falsche Attacke ihm erlernen lassen? Was war das? Das war nix. Aua. Düsenhieb. Ja. Mach schnell down. Platsch! Schön, schön. Let's go. Okay, sehr nice. Die Hälfte haben wir schon mal wieder. Und Donnerblitz trifft, hittet, Sieg, Satz und, nee, Spielsatz und Sieg. Mie. Okay, Serperial. Und was ist dein letztes Pokémon? Ich weiß es noch nicht, haben wir noch nicht gesehen. Oho, du bist ganz schön stark. Vor allem wir erst hat Reckless, also Attacken mit Rückschuss machen Big Damage. Oh, oh, oh. Okay, Serperial ist ein Ace und, achso, stimmt, ja, Bobby Test. Sorry, hab ich komplett wieder vergessen. Okay, wir sind aber im Finale hier. Lehmbrühe. Weil wird er jetzt crystallisen. Mhm. Und du? Wenn ich ehrlich bin, was machst du eigentlich hier? Ablandhieb. Ablandhieb. Nee. Mhm. Du machst Rollwände. Du haust schnell ab. Ach, ja, also. Boah, ich hab noch mal meinen Trick. Dann mach den mal. Leute, das ist gerade richtig spannend, finde ich. Oh boy, here we go again. Dieses Biest. Oh no. Dieses Mil wäre sehr effektiv gegen Serperial jetzt gewesen. Oh, du hast recht. Oh, und Shaggard Raven. Oh, sorry. Oh, daran habe ich. Junge, ich denke dran, mit Lehmbrühe zu kämpfen, aber nicht mit Düsenhieb. Ich bin schlau. Ich bin sehr schlau. Oh Mann. Scheiße, die sind ja jetzt richtig krass gebufft, beide. Und das was machen können. Das macht so wenig. Scheiße. Wir können sich mit Überrest dahin. Oh, hell no. Carapagos, was ist mit dir? Letzte Runde hast du gut mitgekämpft. Das hat mir gefallen. Lehmbrühe ist, obwohl es effektiv ist, weniger Damage als Donnerblitz. Okay. Alles klar. Gut zu wissen. Crystallize und Terra Sternhagel. Ja. Machen wir. Let's go! Stab macht einen Unterschied. Ja. Da hast du recht. So. Wieder mein mega episches Terrapagos. Das Buch ist so cool. Das killt mich nicht, das killt mich nicht. Achso, Belly Bolt greift's an. Ja, shit. Ja, Mist. Das ist so viel Dynamo aufgebaut, ne? Aua, das ist traurig. Aber hey, ich habe noch genug Pokémon. Ich habe noch genug Pokémon. Ich habe noch ein paar, die ich opfern kann. So, aber erstmal der Steinhagel im Terraform. Das sollte auf die Hälfte bringen. Das war's ein Crit. Oh oh, es lädt aber auf. Oh no. Dynamo lädt dich nur einmal auf. Echt jetzt? Hä, ich dachte, Dynamo lädt mich immer auf, wenn ich einmal angegriffen werde. Immer bong, 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 immer weiter nach oben.
Hä? Als ob. Wirklich? Habe ich das falsch verstanden? Leute, ich sehe gerade zum ersten Mal das Icon hier. Das sieht voll cool aus. Naja, anyways. Ja, komm, ich will nicht mit Level 100 kämpfen. Bisschen zu cheating. Ja, es chartet sich. Ja, doch, also doch, so wie ich es verstanden habe. Ich nehme mich hier wieder auf, ja doch. Ja, Kill Mobites und Terra Sternhagel. Komm, das muss jetzt klappen. Okay, das ist nicht schlimm. Es geht am Ende der Runde weg. Ach so ist das gemeint mit Dynamo. Das hält nur für die Runde. Ah, deshalb ist das Ding auch so langsam. Ah, wie macht das jetzt Sinn? Yo! Sephiroth ist down! Leider war die Test nicht, aber es ist okay. Das ist okay. Das Hauptproblem ist weg. Oh, let's go! Max, danke für die Tipps. Ohne dich hätte ich das Spiel nicht so durchspielen können, glaube ich. Erholung. Ernsthaft? Erholung? Und das heißt, ja, Hälfte Leben wieder, oder? Ach, das macht kaum. Oh mein Gott, das macht kaum Glück. Ja, ist klar! Es hat sich einfach so. Ja, Zopptrank hier. Alter. Okay, komm. Zwei gegen einen. Vor allem ein Terrapagos. Das kreist nicht von hier. Hahaha. Nein, hör auf! Deswegen ist bei Bodyboard auch slow. Ja, hab ich jetzt auch gecheckt. Just for fun kann ich ja mal Blizzard Trolloloy ausprobieren. Und ansonsten versuchen wir Erdkräfte. Da kann man es voll designt, dich zu trollen. Ja! Kein Blizzard, du Keck! Was, warum? Hä? Wieso? Blizzard! Triff doch! Oh. Oh, kein Damage, okay. Ich hoffe auf eine Paralyse. Und ich mach kaum Damage mit Terrapagos. Das ist mies. Mobites hat halt die ganze Zeit Gedankengut eingesetzt. Oh, das Ding ist jetzt buffed as hell. Komm, Paralyse. Oh, über die Hälfte, über die Hälfte. Pff, ach komm. Ey, es hat aber die Beere schon benutzt. Das heißt, es muss jetzt erstmal aufwachen wieder. Und in der Zeit müssen wir es killen. Warte, wie viel AP hat Erholung? Ich glaube. Zu überlegen. Ich glaube, es hat 5. Richtig? Nimm Eiskreise. Das macht am meisten Damage. Ach, macht das Lab immer noch einen Unterschied? Okay, ja, gut, dann mache ich das nächste Runde. Ich wollte halt. Ach so, oh, ich bin so es schläft doch. Es kann keine Paralyse jetzt mehr haben. Was? Erholung hat 20? Okay, das ist krass. 20? Ja, vielleicht macht das doch noch mehr Damage. Mach ich das nochmal. Vielleicht macht das hier doch noch mehr Damage, als ich dachte. Könnte sogar sein. Lass uns ausprobieren. Na komm. Na, ist okay. Ist okay. Step und physisch. Ja, komm. Oh, es war sogar ein Crit. Let's freaking go. Und es ist nicht aufgewacht. Max. We have officially won gegen Superboss Cyano. Okay, es hat doch 5 seit Gen 9. Gen 9 hat ja jedes Heal-Move ja genervt. Eben, meinte ich ja. Let's go! Oh Gott, die ist bald. Du bist in der Tat ganz schön stark. Danke. Sie aber auch, der Herr. Sie sind wirklich not bad. Braucht einen zweiten Versuch. Er hätte Durengard haben sollen, SMH, mal. Nein, das ist schon schwer genug. Mensch, du bist wirklich stark, Michael. Das war meine erste Niederlage seit Jahren. Also gut, der Champ der Blaue Liga hat den Geheimboss besiegt. Dann bist du jetzt? Wie soll ich dich nennen? Blaue Königin vielleicht? Da, ich bin soweit. Das gefällt mir. Aber der Schal. Aber genug von deinem Titel. Glückwunsch jedenfalls. Dafür, dass du den Geheimboss besiegt hast, bekommst du einen besonderen Preis. Geld. Wow. Not worth it. Ach, ich bin so gut drauf. Ich möchte noch mehr geben. Oh? Ich hab's. Was mit einem Pokémon-Tausch? Ja, lass uns tauschen. Ich biete ein LED-Silber an. Ach, vermutlich tauscht er jetzt, weil man ihn ja nicht nochmal einladen kann. LED-Silber? Warte, ist es das, was ich denke, was es ist?
Solange es von dir kommt, bin ich mit jedem Puppe zufrieden. Wie wär's mit dem Level 5 Mauzi? Spaß. Ja, es ist genau das. Oh mein Gott. Was gebe ich ihm denn? Hab ich schon was doppelt? Ja, ich hab zwei Kicklis. Kriegst mein Kickli. Oh, Kickli im NLC-Bar. Das klingt doch fair. Ja, meine Freunde, es ist nicht irgendein NLC-Bar. Es ist ein ganz spezielles und besonderes. Eins, was jeder haben wollen würde. Und ja, das ist es, die Ruffled. Jetzt erinnere ich mich. Mach die Tausch mit Level 2 Taubsi. Da, man sieht es noch nicht ganz. Aber ich glaube, bei dem Effekt sieht man es gleich, oder? Na, jedenfalls, man merkt, es ist ein bisschen grüner als sonst. Es ist shiny! Man kriegt ein shiny Elixier von ihm geschenkt. Wenn man ihn besiegt. Nice. Das will ich noch gleich eben schnell entwickeln, um zu schauen, wie es aussieht. Kickli? Ja, das ist gut. Danke. Meine Elixier hat eine seltene Farbe. Ist das nicht fantastisch? Kümmere dich gut um es. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wir sehen uns wieder, wenn ich den Pokédex voll habe. Vermutlich nächste Folge oder so. Mal schauen. Freunde. Ich bin jetzt erstmal durch mit Liga AG. Ich glaube nicht, dass ich hier jemals zurückkehren werde. Ja, ich weiß. Man kann hier noch ein paar Sachen machen. Aber ich bin da ganz ehrlich mit euch. Ich glaube nicht, dass ich darauf Bock habe. Oh, ich bin zurück. Das war Chiano. Sicher brennst du gerade auf einen Kampf gegen mich. Habe ich recht? Dann verschwinden keine Zeit und klicke auf den Knopf. Okay, man kann hier nochmal herausfordern. Das ist cool. Ey, wisst gar nicht, wie erleichternd das ist, endlich fertig zu sein mit der Liga AG. Es hat viel zu lange gedauert, ohne Witz. Deshalb kamen auch so lange keine Videos. Finally! Da hinten steht übrigens, was man mit dem reden will. So, schauen wir uns auch unser Prachtstück mal kurz an. Aber das ist die falsche Box für so ein Ding. Zack. Das muss natürlich in die Shiny Box. Bericht. Natürlich von Ciano. Ladevorgang, Schockwelle, Donnerwelle, Nitroladung. Ja, ist okay, ist halt Standard. Blitzfänger hat es. Pumpt den Elektrosacken an, erleidet dadurch aber keinen Schaden. Stattdessen scheint sein Angriff. Das ist nice. Robust. Achtet auf Geräusche. Aha. Und hat ein Band. Ein Partnerband. Nice. Elezeba von Ciano heißt es. Okay. Komm, ich habe jetzt Bock. Wir entwickeln es schnell. Außerdem ist super jetzt. Oh, außer dem Team. Komplett. Ist ja Level 100. Ja. Guckt euch mein Team an. Oh mein Gott. Krank, oder? Oh Mann. Okay. Ich habe so viele von diesen Bonbons immer noch. Aber warte, wie entwickle ich überhaupt mit den Zebra? Level up, oder? Level 27? Okay, danke, Max. Ja. Das war schon das meiste. Oh, Funkensprung. Funkensprung ist so ein Ding. Das muss man haben. Vor allem mit dem Elzeba. Kann paralysieren. Also wozu Donnerwelle? Meiner Meinung nach. So, zack. Stampfer? Gut, es ist ein Pferd, ne? Außerdem haben wir schon hier drei Dinger. Ausweichen nicht möglich. Hm. Ne, machen wir das Schockwelle weg. Stampfer hört sich interessant an. Können wir es mal lassen. So. Das wird reichen. Perfekt. Oh. Dieser Screen. Na gut. Man merkt, dass du casual bist. Danke, Max. Danke. Das Thema entwickelt sich! Ich kenne mich nicht aus im Competitive. Noch nicht, zumindest. Oh, oh mein Gott, okay, das sieht cool aus. Ich kannte diese shiny Form von LEC, von LEC war schon, aber von Zebritz noch nicht. Boah, das war's Ruffel. Guckt es euch an. Bisschen hellere Haut. Also dieses, statt schwarz ist es so lila, glaube ich. Diese grünen Ohren mit grünen Augen, die es auch schon in der Vorentwicklung hat. Das ist cool. I love it. Ich habe leider noch keinen Spitznamen für das Ding, aber vielleicht fällt mir irgendwann im Laufe der Zeit noch einer ein. Geil! Und das hilft mir sehr mit meinem Pokédex. Das war eines der wenigen Pokémon, die noch gefehlt haben, weil ich den extra nicht gefangen habe. Weil mir Max irgendwann gesagt hatte, jo, da gibt's noch ein Shiny. Also, brauchst nicht das normale fangen. Hier ist übrigens das normale Kaumalat. Ach stimmt, ich habe ja zwei, ne? Ich habe ja noch einen Knackrack und dann hier noch mein Kaumalat. Stimmt. Ja, die wollte ich ja noch tauschen. Mach ich irgendwann. Bestimmt. Bestimmt. Ganz sicher. Bestimmt. Wozu Donnerwelle, was garantiert paralysiert, wenn du die Baby 10% freaking Funkensprung hast? Ernsthaft? So siehst du das? Okay.
Naja, Funkensprung macht Damage, ja. Funkensprung und Donnerwelle haben ist eigentlich cool. Naja, wie auch immer. Ja, 3 Stunden Stream. Ich wollte gar nicht so lange streamen. Ich beende das Ganze hier mal. Keine Ahnung, ob die Folge noch weitergeht oder hier auch schon beendet ist, wie lange der Kampf geht. Weiß nicht, im Schnitt. Wahrscheinlich eine ganze Folge. Ja. Ja. Oh, sorry, ich hatte sogar 30%. Ja, ich wollte schon sagen, nicht 10, 30. Nein, die trotzdem. Nein.